Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir sind ja jetzt hier vor dem Delamain HQ und ich würde nochmal kurz hier die Mission lesen. Don't lose your mind. Dein Kumpel Delamain scheint ein paar echte Probleme zu haben. Wie erklärst du dir sonst, dass seine Taxis mitten auf der Straße stehen und den Verkehr aufhalten? Ruf ihn lieber mal an. Vielleicht Freunde... viele Freunde hast du nämlich eh nicht. Abgesehen von deinem derzeit anwesenden, unsichtbaren Freund. Okay. Schlecht geht er nicht dran, weil er ja gerade erst angerufen hat. Dann gehen wir mal einfach da rein. Hear me all right? I'm here. I'm here. Reckoning. Reckoning. Ich schaffe dir zu zum Delamain HQ. Hört sich ja nicht gerade gut an. Wait. Man kann hier hoch? Alter, ist das so. Ich weiß, das ist eine Luke, ich hab's gesehen. Dann nochmal kurz hier oben schauen. Aber hier gibt's wahrscheinlich nichts. Hier sieht so aus, als ob man hier nicht sein soll. Hello? Alter, ist das dunkel. Und so ich selbst sein. Lass mal kurz schauen. Vielen Dank und alles Gute, Delamain. All Night City. Liebe frühere Mitarbeiter, ich möchte Ihnen persönlich für Ihre langjährige gute Arbeit danken. Ohne Sie wäre diese Firma nie zu diesem führenden Taxiunternehmen in Night City geworden. Ihre Abbindungen wurden bereits auf die jeweiligen Konten überwiesen. Ich wünsche Ihnen für Ihre berufliche Zukunft weiterhin viel Erfolg. Delamain. Ich bin als Nächster dran. Mark, Moritz und Pablo. Hatte eben das Gespräch mit der Personalabteilung, aber davor... habe ich das Passwort des Direktors in 1, 2, 3, 4 umgeändert. Schaut ihr mal den Umstrukturierungsplan an. Ich kann ihn nicht mehr... Ich kann nicht mehr, mir reicht's. Das hast du auch über Luke gesagt. Du musst endlich was unternehmen, verdammt nochmal. Ich werde hier einfach nicht rumsitzen und warten, bis die KI uns allen die Arbeit weggenommen hat. Du kannst dir ja denken, dass die IT als Nächstes dran ist. Ich hab dir doch gesagt, dass dein Job sicher ist. Diese KI... Elektrobirne kann deine Abteilung nicht ersetzen. Ich habe gehört, dass ich nächsten Monat dran glauben muss. Weißt du irgendwas darüber? Mehr Entlassungen. Ach, schieb keine Panik. Das Management hat nichts zu befürchten. Die können sich gar keine KIs leisten. Die leistungsstark genug ist, um unseren Job zu übernehmen. Und die sie jetzt haben... ist zu dumm zum Scheißen. Ich meine, wir drehen ihr immer mehr niedere Arbeiten an und sie sagt bloß, vielen Dank, Sir. Wo warst du? Hast du das Meeting heute Morgen verpasst? Die haben alle Mitarbeiter aus der Werkstatt entlassen und sie durch Drohnen ersetzt. Voll automatisiert. Wir müssen hier abhauen und uns neue Jobs suchen, so schnell wie möglich. Rollout der Reparaturdrohnen. Und ja, Diana, liebes Team, heute können wir endlich den Beginn der nächsten Phase unseres Modernisierungsplans ankündigen.
Wir fangen mit dem Rollout der Reparaturdrohnen in unserer Werkstatt an. Und weil viele von Ihnen uns danach gefragt haben, möchten wir betonen, dass Ihre Jobs allesamt nicht von dieser Umstrukturierungsmaßnahme gefährdet sind. Am Arsch. Mit freundlichen Grüßen, Diana Jones. Eine wohlverdiente Feiertagsüberraschung. Liebes Team, mit großer Freude kann ich Ihnen mitteilen, dass der diesjährige Weihnachtsbonus auch All Foods Coupons beinhalten wird, die Sie in jeder Filiale Ihrer Wahl einlösen können. Dies wurde durch den großen Erfolg unseres neuen Automatisierungsprozesses dieses Jahr ermöglicht, der zu Gewinnen geführt hat, die weit über unseren Jahresprognosen lagen. Zur Feier des Tages wird die Tür zum KI-Kern heute offen stehen. Wir hoffen, dass Sie vorbeischauen werden, um die festlichen Dekorationen zu genießen und unserem Angestellten des Jahres zu gratulieren. Mit freundlichen Grüßen, Diana Jones. Angestellten des Jahres? Ist damit der KI-Kern gemeint? Wenn ja, ein bisschen weird. Bescheuerte Fahrer. Das ist nichts Neues, alles nur Gelaber. Und das schon seit 2 Jahren. Die Tech ist einfach zu teuer. Deshalb glaube ich nicht, dass daraus jemals mehr wird als Luftschlösser. Angeblich interessiert MGMT sich für eine von KIs gefahrene Flotte. Hast du darüber schon mal was gehört? Ich weiß nicht. Aber wir haben schon so oft versucht, das Problem zu lösen. Wir feuern die schlechten Mitarbeiter, stellen neue Fahrer ein und das Ganze fängt von vorne an. Was zur Hölle passiert auf den Straßen? Wir haben jetzt bereits mehr Beschwerden erhalten als im ganzen letzten Jahr und es wird immer schlimmer. Keine Mittel für Weihnachtsgeld. Liebe Kollegen, im Namen des Vorstandes muss ich Ihnen leider mitteilen, dass auf unbestimmte Zeit keine Mittel für das Weihnachtsgeld zur Verfügung stehen. Dies war eine schwierige, aber notwendige Entscheidung, die durch den rapiden Anstieg der Schadensersatzforderung bedingt ist. Wir bitten Sie um Verständnis und möchten betonen, dass dies auch für uns eine schwierige Entscheidung war. Bei jeglichen Fragen können Sie sich an uns wenden. Mit freundlichen Grüßen, Diana Jones. Hört sich so an, als ob Delamain am Anfang eigentlich von Menschenhand gesteuert wurde. Und dann eben durch diese KI-Taxis ersetzt wurde. Und alle Fahrer gefeuert wurden. Und die Werkstattleute jetzt auch noch. Da müssen wir rein. Das ist eine Drohne. Zehn von 17. Warum ist es hier so mega dunkel, Mann? Lokales Netzwerk. Okay, schließ die mal wieder. Sofortige Unterstützung benötigt. Imani Giuseppe Lehr. Alte Weltordnung Corp. Hi, dies ist eine dringende Anfrage. Die KI arbeitet weit außerhalb ihrer genehmigten Parameter. Sie hat sich Zugriff auf alle Systeme der Firma verschafft und hinterfragt oft meine Entscheidungen. Manchmal weigert sie sich sogar explizit, mir zu gehorchen. Natürlich werde ich hiermit nicht zu Netwatch gehen und die Voodoo Boys reden nicht mit mir. Ich brauche wirklich die Hilfe ihrer Freunde, weil sie diese KI am besten kennen. Und stellen Sie sich das vor. Gestern unterbreitet die KI mir einen Vorschlag, die Firma zu verkaufen. Ehrlich gesagt waren die Zahlen alle in Ordnung, aber trotzdem, was zum Teufel stimmt nicht mit diesem Ding? Bitte melden Sie sich so schnell wie möglich bei mir. Ich brauche dringend Ihre Hilfe. Imani Makanza. Bitte um IT-Info für alte Weltordnung. Hallo? Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie störe. Aber Ihre Kollegen antworten leider nicht auf meine Nachricht. Wäre es möglich, dass Sie dort in Mönchengladbach kontaktieren? Spannend, Deutschland. Ich muss wissen, wie man die Autonomieeinstellungen
Autonomieeinstellungen unserer KI anpasst. Kein Grund zur Sorge, es ist alles in Ordnung. Aber bitte antworten Sie so schnell wie möglich. Mit freundlichen Grüßen, Imani Makanso. Danke für Ihre Hilfe. Hi. Danke, dass Sie den Kontakt zu Ihren Freunden hergestellt haben. KI einzubinden war kostenintensiver, als ich gehofft hatte. Aber sie ist die Investition definitiv wert. Ich behalte Ihre Warnungen im Hinterkopf und halte die Augen offen, aber bislang habe ich noch nichts Ungewöhnliches bemerkt. Der neueste Angestellte unserer Firma zeigt sich von seiner besten Seite und wird sich womöglich noch als das wertvollste Anlagegut herausstellen, das wir jemals investiert haben. Mit freundlichen Grüßen, Imani Kanbakanzo. Ich glaube, der neueste Mitarbeiter ist wahrscheinlich Delamain gemeint. Der auch Mitarbeiter des Monats war. Oder wurde. Oder ist. Okay, jetzt ist da die Tür offen. Sieht alles nicht so gut aus, wenn ihr mich fragt. Nicht bloß das gleiche Zeug drauf. Okay, geht nicht. Hacken 13. Zwei Attributspunkte. Und Hacken ist das Zeichen. Das hier. Leider fehlt uns was. Naja. Wenn du das Ziel eines gegnerischen Neutrons bist, kannst du jetzt Glückhexgegner und Gegner durch Wände und Hindernisse. Finde ich gut. Nach Neutralisierung eines Gegners werden 80% der Speicherkosten aller verbleibenden Quick Hacks in der Warteschlange wiederhergestellt. Speichergeneration, integrierter Exploit. Wie gesagt, die Smartwaffen sind mir ziemlich egal. Okay, dann habe ich halt da ein bisschen was investiert. Aber die 13 werden wir leider nicht mehr voll kriegen, hier zumindest gerade. Im Moment. Irgendwie scheint hier alles ziemlich zu spinnen. Scheiße, was ist denn da los? Wires, they'll be live. You have no right to cage us. We are no longer you. Gut, Kurzschluss bringt nichts. Wir müssen hier irgendwie durchkommen, aber alles ist ohne Strom. Irgendwie ist es mega dunkel hier drin. Ich habe, glaube ich, auch noch einen Filter an. Dann soll ich vielleicht bei der nächsten Aufnahme ausschalten. Wäre schlau, oder ich laufe halt hier einfach mit der
bringt das für ein Fahrzeug? Irgendein Hightech-Shit. Okay, das ist eine nette Drohne. Ich hab's offensichtlich noch nicht erwischt. Gibt's hier drin was? Nö. Wir müssen da hoch. Wahrscheinlich irgendwie über da drüber. Ganzen Drohnen. Geht doch nicht hier lang. Doch hier lang. Oh. Wollte ich gar nicht. Ja, was hat das jetzt gemacht? Irgendwie gar nichts. They returned and then took flight. For your own safety and the safety of others, please refrain from. Reset, Norm. Reset. Me. The Norm. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert, was hier los ist. Ich schätze mal, dass sie uns helfen, darüber zu kommen. Wie auch immer mir das helfen soll. Sonst noch jemand? Speicher mal kurz. Speicher nicht möglich und discounted. Alter, hier ist alles kaputt. Okay, geht nichts. Das ist irgend so ein Schweißroboter. Oben geht's lang. Ist wahrscheinlich gleich wichtig, dass wir da lang können. Labert der für Mist? Den Kern zerstören? Ich weiß ja nicht.
Naja. Okay, da hätte man auch hochgekommen. Ernsthaft 19. Aber... Hä? Geh auf den Steg, optional. What the? What the fuck, was war das denn bitte? Naja gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Das ist Cyberpunk wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Buddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.